Servus und willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Ja, momentan immer noch alleine auf dem Server. Unser Rohrschneider macht zwar hier momentan auf, Zinnfigur. Aber er ist momentan leider noch beschäftigt, daher kann er momentan noch nicht mitmachen. Vielleicht kommt Stürze noch dazu. Wir werden sehen. So, ihr seht schon mal, die Grundstruktur unseres kleinen Rafts sind fertig. Das heißt, bis da vorne, wie gesagt, einer kommt noch. Aber den muss ich auch noch erstmal erforschen, den habe ich noch nicht entdeckt. Dann brauche ich hier nochmal zwei und dann geht es da natürlich auch noch auf die andere Seite. Muss natürlich dann auch noch anfangen, Wände und so weiter zu bauen. Und dass ich dann auch mal schaue, wie weit es dann nach oben geht. Warum? Jetzt werden einige sagen, ey, warum machst du die ganze Zeit Floß? Ja, wir möchten natürlich auch die Sachen hier wegkriegen und vor allem, wir möchten uns in Sicherheit bringen. Dass wir dann sozusagen das zu Hause weiterbauen können und dann auch immer wieder mal wegen Holz justieren. Wie gesagt, wir müssen noch den Trikes draufkriegen. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Leder, dass wir dann auch noch ein paar Sattel machen. Und natürlich habe ich nichts zum Essen gemacht. Ich bin natürlich doof, aber wie sollte es bei mir denn anders sein? Alles andere wäre ja Schwachsinn. Langsam eine Holzphobie, weil ich mittlerweile, glaube ich, seit geschlagenen 30 Stunden nichts anderes mache, außer Holz zu schlagen. Ja, und jetzt ist es halt das. Ich muss jetzt halt schauen, dass ich nach oben gucke. Wie weit dass ich jetzt nach oben kann, um zu wissen, was ich alles draufbauen kann, weil ich möchte natürlich einen Bereich haben, wo ich, sagen wir mal, unten halt was machen kann. Da muss ich mir aber auch noch was einfallen lassen, wegen, weil man ins Wasser fallen kann. Vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, dass ich dann auch so eine Schräge hinbaue, weil wir es dann gleich alles testen. Beziehungsweise, ja, das können wir wirklich testen, weil ich kann es ja abbauen. Bin ja schon ganz dumpf. So, wir haben mittlerweile schon Mittag. Das heißt, jetzt ganz einfach hingehen. Auch mal die Steine hier reinschmeißen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß mit mir rumschleppen. So, das heißt jetzt, ich brauche auf jeden Fall noch... Ja, die zwei brauche ich auf alle Fälle auch noch. Oh Gott. Oh, dann baue ich jetzt mal den schnell ab. Pick up. Dann gucken wir mal, ob das vielleicht sogar geht. Ne, wie es aussieht, nicht. Natürlich ein wenig doof. Weil so habe ich es natürlich jetzt aufgebaut und geplant. Natürlich habe ich vergessen, dass da eigentlich... Ja, das muss ich jetzt schnell machen. Ich muss das komplette Floß neu planen. Ganz großes Kino. Aber wie gesagt, hat einen Vorteil. Ich kann mal schnell alles abbauen. Ohne dass ich gleich einen Schnalz kriege. Weil ich jetzt nochmal 4 Tonnen Holz holen muss. Also ich muss aufpassen. Nicht, dass es mir dann runterfällt. Wobei ich der Meinung bin, dass hier nichts runterfallen kann. So, wir picken mal ab. So, Rohrschneider hat gleich ein Problem, der landet gleich im Wasser. Da werde ich ihn mal bitte drauf aufmerksam machen.
Wie gesagt, das ist der Vorteil von dem Mod. Darum mag ich den so. Ich finde es ja irgendwie komisch, dass, dass das irgendwie nicht bei mehreren Sachen möglich ist. Weil ich finde, ich bin der Meinung, dass wenn man, okay, Lagerfeuer sehe ich vielleicht noch ein, aber zum Beispiel so ein Cooking Pot oder eine, ein Smithy oder so, einen Tisch kann man, Entschuldigung, kann man rumtragen. Ah, okay, er hat es mitbekommen. Danke dafür. Und ja, das heißt, wir packen uns mal komplett voll. Mal vor wie ein Esel. In zweierlei Hinsicht. Weil ich es natürlich falsch aufgebaut habe. Trike, hallo. Nicht schubsen. Ich schubse dich ja auch nicht. Wenn ich jetzt genügend Holz hätte, würde ich ja sagen, scheiß drauf. Ich probiere einfach mal, ob das schwebt, aber wenn es halt nicht schwebt und runterfällt und danach kaputt geht, schaue ich blöd, weil dann brauchen wir noch mehr Holz. So, jetzt hoffe ich irgendwie, dass es dann auf jeden Fall so klappt. Dass ich da nicht... Dass ich da nicht ins Wasser fall. So. Und jetzt habe ich es probiert. Und es schwebt. Cool. Alles klar. So. Wie weit muss ich denn dort stehen? Und das ist es E, ist. So, das heißt jetzt dann, ich gehe jetzt mal. Ja. Nebers Floß. So, stell dich mal so hin. So, wenn ich jetzt hier stehe. Ah, fast. Fast. Es muss noch ein Stückchen in die Richtung. Mal. Wow, und da geht es jetzt natürlich nicht mehr. Ist natürlich doof. Oh Mann. Es klappt. Was war das jetzt? K, glaube ich. Ah, geht nur nicht. Was mache ich denn für einen Scheiß? Ich glaube, ich bin gerade leicht verblödet.
Ja, jetzt bräuchte ich den da mal. Jetzt muss ich mal schauen. Schauen wir mal, ob er es liest. Weil es wäre natürlich fantastisch. Jo, es rennt. Alles dort, Dankeschön. So. Ich merke gerade, ich hätte es vielleicht von der Seite machen sollen. Ah, noch ein Stück vor. Nicht mehr viel, aber ein Stück. Oh, schaut ganz gut aus. Aber das Problem ist jetzt wieder, man kann wieder runterfallen. Kann ich jetzt dann noch hier einen anschließen oder nicht? Ne, eben nicht. Das ist doof. Das ist richtig doof, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie. Hallo, du sollst nicht die ganze Zeit saufen, du sollst das aufheben. Nein, ich möchte dir nicht das Draft kaputt machen. Da haut er mich. Bitte aus los auf. Das kann nicht wahr sein. Bin ich jetzt so schwer oder was? Ja, ich müsste halt eins so hinstellen. Ah, super, ich verhungere schon wieder. Ach, ja, du gehst mal Hals. Bis nach oben? Ganz Neues. So. Nochmal probieren. Ja, schaut gut aus. Ich hoffe, dass das jetzt klappt, meine Güte. Vom Floß verlassen. Jetzt geht's nicht hier, oder was? Ey, ich geh am Stock, oder? Das kann nicht jetzt wahr sein. Hallo, spinnst du? Du bist doch genauso weit wie der. Warum gehst jetzt du nicht? Leute, Leute, Leute. Der will mich verarschen. Der will mich richtig verarschen.
So, jetzt setze ich nämlich den als erstes. Und schaue, dass ich den einigermaßen mittig bekomme. So. Ich habe den jetzt so mittig bekommen, dass da überhaupt keiner mehr. Doch, da. Hä? Also da passt er jetzt voll drauf. Und da wäre der. Hey. Sag mal, wir hatten das Floß ausgemessen. Ich will ein Messband. Warte mal, ich gehe. Da ist ungefähr der Stecken. Ist doch schief wie die Sau. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss zum Augenarzt. Aber es hat geklappt, was ich vorhatte. Alter, das kann nicht wahr sein. So, okay. Hat schon mal einen Vorteil. So, ich hoffe, dass er jetzt auch nicht mehr rausplumpsen kann. Weil das ist ja eben, wie gesagt, das Wichtige. So, und jetzt brauche ich diese Rampe. Beziehungsweise, wie weit kann ich denn nach hinten? Hier sogar noch nach hinten. Okay. Okay. Ich werde jetzt nur bestimmt zu schwer sein. Nein, ich kann das sogar noch tragen. Wow, cool. So, aber du kriegst es trotzdem gerade mal, Buffy. Alles nehmen. Und pick up. So. Kriegst du mal das Holz. Thatch. Fiber. Dann kriege ich das und davon die Hälfte. So, jetzt muss ich gucken. Okay, mehr geht nicht. Aber ich dürfte normalerweise jetzt hier. Doch, ich kann hier eine Rampe anbringen. So, okay. Das heißt, ich brauche jetzt dann auf jeden Fall noch eine Rampe. Hier Feierabend. Jetzt geht's hier. Noch einen weiter. Gott, es klappt mal was.
Begeisterung, Begeisterung. Vollste Begeisterung. Oh, und jetzt heißt es, jetzt gehe ich hier so weit, bis es nicht mehr geht. Das ist dann hier. So, und den einen, den lasse ich jetzt mal da. Der kriegt jetzt unser der Buffy. So, und dann heißt es jetzt mit dem Table. Erstmal hier hin. Dann den Scheiß wieder reinschmeißen. Ach ja. Jetzt habe ich keinen Fiber. Was haben wir denn noch in der Kiste? Haben wir noch die Leder? Trike hat kein Leder. Den kann ich auch mal wegen Hals geben. Okay. Okay, das heißt jetzt, ich suche mir jetzt noch ein bisschen Fiber zusammen. Oh, Fiber, habe ich gesagt. Fiber ist das Zeug, nicht das Schwere aus Stein, sondern das andere. Tja. Sammelt dem Empfing, den wir an Steine zu sammeln. So, Fiber habe ich jetzt. Nehme mir auch noch wegen Satch mit. 50 Stück. Ein Rest Holz. Und dann macht der Fellmeister noch ein wenig länger. Weil, was könnt ihr dafür, dass ich so doof bin? Dann versuchen wir mal, Wände nach oben zu bauen. Vor allem, wie weit das geht. So, zack. Zack. 60. Zack. Und dann heißt es jetzt, Wood. Ich brauche diese Wooden Walls. Und dann baue ich jetzt gleich 6 Stück. Ich brauche sowieso sau viele. Sowieso scheißegal. Ich hoffe nur, dass ich auch alles setzen kann. So, dann schauen wir mal. Dann heißt es jetzt 5. So, ich habe doch noch den einen, Max, bist du bei uns? Bist du der Putz, bist du die Putzkolonne oder was? Hm. Mist, ich komme da nicht hoch. Na, da will ich auch nicht hochkommen. Räuberleiter war jetzt was Schönes. Ja, ich könnte sogar noch einen draufklatschen. Ob es jetzt noch mehr geht, weiß ich nicht.
Ich hoffe, dass ich die jetzt auch wieder bekomme. Ja, und das ist halt jetzt das, was halt jetzt halt richtig der Mod kann. So, aber Trick 17. So, jetzt ist die Frage, kann ich jetzt da oben noch was draufsetzen oder nicht? In der Mitte auf jeden Fall. Ob es jetzt ganz oben geht, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Ja, das heißt, wir haben jetzt schon mal, wie gesagt, das Floß schon mal soweit fertig. Das heißt, ich werde jetzt dann bis zum nächsten Mal noch hingehen und weiteres Holz sammeln. Dass wir dann beim nächsten Mal sozusagen die Struktur fertig haben und dass wir dann zurückfahren können. Jo, wenn ihr noch Fragen, Anregungen und sonstiges wissen möchtet, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Sonst gibt es nur noch zu sagen, das war's für die Folge und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!